Eine einfache Definition von Business Ökosystem ist, dass verschiedene Akteure zusammen eine Value Proposition erzeugen. Das passiert durch Zusammenarbeit und dementsprechend einem ausgeklügelten System von den verschiedenen Akteuren. Gerade in der heutigen Zeit fällt es vielen Firmen, gerade zum Beispiel in relativ homogenen Märkten wie Banking oder Insurance, sehr schwer, mit den Mitteln, die sie in-house zur Verfügung haben, sich noch zu differenzieren und zu wachsen. Und hier kann es natürlich ein Wachstumshebel sein, auf externe Ressourcenfähigkeiten zuzugreifen, indem man Ökosysteme aufbaut. Oftmals bilden sich Business-Ökosysteme entlang von grundlegenden Bedürfnissen, wie zum Beispiel Wohnen, Mobilität, Gesundheit oder Sicherheit. Im Bereich Wohnen bedeutet Ökosystem, dass Makler, Versicherungen, Banken, Reinigungsdienstleister und viele weitere gemeinsam eine übergreifende Dienstleistung erbringen und sich der Kunde in diesem System frei bewegt. Business-Ökosysteme brauchen ein neues Mindset. Weg von einem linearen Gedankengut hin zu Iterationen. Weg davon, das Unternehmen selbst im Mittelpunkt zu stellen und den Kunden mit seinen Bedürfnissen als zentrale Ausgangssituation zu nehmen. Um die Akzeptanz eines Business-Ökosystems zu fördern, sollen rasch Resultate erzielt werden. Ein Minimum Viable Product soll so schnell wie möglich entstehen. Dabei geht es nicht darum, dass dieses fehlerfrei ist. Es kann fortlaufend weiterentwickelt werden. Und auch neue Partner können dazugenommen werden, um das Wertversprechen an den Kunden weiterzuentwickeln. Global, wie auch in der Schweiz, sind insbesondere IT-Dienstleister, die Vorausreiter sind für Ökosysteme. In der Schweiz ist aber auch der Finanzplatz wichtig. Hier sehen wir insbesondere Versicherungen, die Vorausreiter sind in Sachen Ökosystem. Banken ziehen jetzt hier aber auch nach. Wir sind gespannt, ob auch die Pharma oder auch der Detailhandel nachziehen wird. Unsere Studie zum Thema Ökosysteme kommt bald raus. Wir werden euch am Laufenden halten.